Jula ist eine ausgebildete Yogalehrerin mit zwei großen Leidenschaften. Sie liebt es, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und sie trinkt gern ein Bier. Bier und Yoga? Bier-Yoga. Bier-Yoga ist das, wonach sich's anhört. Es ist Yoga mit Bier. Das heißt, wir machen eine ganz normale Stunde Yoga, so wie man sie auch in einem Yoga-Studio finden würde, fast zumindest, und trinken dabei ungefähr zwei Flaschen Bier. Ashtanga, Bikram, Iyengar, kennt man. Jetzt also Bier-Yoga. Auch ich will es wissen und mache den Test. Die besten Voraussetzungen bringe ich ja mit. Ich mag Bier und ich habe schon mal Yoga gemacht. Yoga mit einer Flasche Bier, das ist selbst für mich Premiere. Und ich gebe zu, meine letzte Yogastunde, die ist schon etwas länger her. Meine letzte Flasche Bier leider noch nicht ganz so lange. Es ist Freitagabend, 6:30. Der Treffpunkt, eine Eckkneipe in Neukölln. Wir konzentrieren uns mal auf unsere Atmung. Wir sind ganz ruhig. Und dann könnt ihr mal die Bierflasche in die Hand nehmen. Könnt mal so fühlen, wie sich so eine Bierflasche eigentlich anfühlt. Könnt auch mal dran riechen, wie das so riecht. Ja, dann könnt ihr mal den ersten Schluck in den Mund nehmen. Der erste Schluck Bier des Wochenendes. Könnt auch noch einen nehmen. Und dann könnt ihr so ein Ah machen. Nach der Biermeditation die erste Übung. Die Fusion von fernöstlichem Sport und deutscher Braukunst kann beginnen. Bekannte Yoga-Figuren bekommen eine ganz neue Bedeutung. Und aus dem Sonnengruß wird der Biergruß. Und dann nimmt man die Bierflasche in die rechte Hand und öffnet nach links auf. Das Schöne am Bier-Yoga, jede komplizierte Übung wird mit einem Schluck Gerstensaft belohnt. Ich spiele gerne mit dem Ausprobieren und dem auch mit sich wahrnehmen, mal schauen, wie wirkt denn eigentlich Bier auf mich, wie schmeckt Bier eigentlich, was passiert mit Yoga, wenn ich es mit Biertrinken kombiniere, was passiert mit Biertrinken, wenn ich es mit Yoga kombiniere. Ich glaube, ich biete den Leuten eine Erfahrung, die sie nutzen können, wie sie möchten. Jula geht es um Spaß, aber auch um Achtsamkeit. Den Teilnehmern geht es nach einer halben Stunde Bier-Yoga vor allem ums Gleichgewicht halten. Biergruß, Bierbank und dann der Bierbaum. Doch mit der zweiten Flasche wird die saubere Ausführung deutlich schwieriger. Und jetzt könnt ihr noch eure Hand öffnen, euer Bier greifen. Ich trinke ja leidenschaftlich gerne Bier und das Yoga ist anstrengender. Also Bier trinken kann ich schneller. Also es ist für den Spaß mal so ganz witzig, und aber so generell, wenn man das wirklich als Sport betreiben möchte, denke ich, passt es nicht so gut. Aber für so einen Wochenendspaß ist es schon ganz cool. Mein Fazit nach einer Stunde Bier-Yoga: Ich bin ein bisschen tiefenentspannt, ich bin ein bisschen angetrunken. Na dann, Julia, Namaste. Bier-Yoga, ein Trendsport, den man nicht bierernst nehmen sollte. Doch Tiefenentspannung ist garantiert. Im Bier und jetzt.